Hey Skat-Freunde, ich bin's nur mit einem kleinen Nachtrag noch von der Skat-Weltmeisterschaft aufgrund mehrfacher Anfrage, ob ich denn auch vielleicht das eine oder andere kuriose Spiel aus diesem Turnier euch zeige. Selbstverständlich tue ich gerne. Klar, auf 15 Serien, da gibt es sehr gute Spiele, die verloren werden, da gibt es einen Haufen schwache Spiele, die irgendwie gewonnen werden, und dann gibt es manchmal so eine Perle, so ein Highlight, was vom Verlauf einfach so ungewöhnlich ist, dass es dir unweigerlich im Kopf bleibt. Das war bei mir in der letzten Serie der Fall. Wir mussten am Tisch 12, meine ich, alle was tun. Also mit einer sehr großen, guten Liste hätten wir es noch ins Finale schaffen können. Insofern wurde ein steiler Zahn gereizt. Ich saß in Mittelhand bei dieser Partie mit folgendem Blatt, habe 22 geboten, kam aber nicht ran, und Hinterhand spielte Kreuz. Mein Partner eröffnete das Spiel mit dem Herz Ass. Das durfte ich bedienen mit der Lusche. Der Alleinspieler stach mit der Trumpf 10 und spielte dann Trumpf Lusche. Soweit, so üblich, so gewöhnlich, das haben wir schon tausendmal gesehen. Auch dass mein Partner dann hier mit dem Trumpfvollen rangeht. Und für mich jetzt natürlich der erste Moment, wo ich überlegen muss, bleibe ich unter dem Stich unter, dann hängt das Spiel weiterhin in Hinterhand, oder riskiere, opfer ich gegebenenfalls einen Trumpfstich, um den Alleinspieler in Mittelhand zu bringen. Ich habe es letztendlich so gemacht, denn ich habe mich gefragt, warum hat mein Partner trotz der 22er Reizung nicht Pik ausgespielt? Wenn er es kurz hätte, sollte er es aufgrund der Reizung ausspielen. Ich habe vermutet, dass er wohl gar keinen Pik hat und deswegen übernommen, um direkt jetzt scharf die 10 zu bringen. Alleinspieler sollte nach meiner Überlegung das Ass haben und mein Partner stechen können. Doch jetzt fiel, und das hat mich natürlich überrascht, erstmal die Pik-Lusche vom Alleinspieler und dann von meinem Partner die Pik-Dame. Ja. Da habe ich auch gestaunt, habe erstmal ein bisschen sparsam geguckt, denn es ist ja nun klar, das Pik Ass kann nicht beim Alleinspieler sein, der hätte es rausgenommen, sondern mein Partner wollte hier die 10 noch nicht übernehmen, hat mir entweder die Reizung nicht geglaubt oder diese Farblänge oder hatte einfach noch eine andere Idee. Nun muss das Spiel ja weitergehen. Pik ist jetzt logischerweise nicht so eine gute Idee, denn in diesem frühen Stadium des Spiels wird der Alleinspieler sehr wahrscheinlich Fehlkarten stechen, egal ob es jetzt Pik oder Herz ist, und dann wäre der Volle weg. Von daher wechsle ich jetzt wieder auf die Herzlusche und wie erwartet, der Alleinspieler sticht. Er kann sich jetzt hier auch einen Abwurf gar nicht so gut leisten, denn dann kann mein Partner Herz rausnehmen, nochmal ein Herz nachspielen, worauf mein Karo König wegfliegen würde. Von daher gestochen und jetzt fiel tatsächlich Herz König. Das hat mir jetzt schon die Karte geklärt, denn es ist jetzt klar, was gedrückt ist: Herz Lusche und Herz Dame. Damit kann ich jetzt sogar wissen, dass der Alleinspieler zu diesem Zeitpunkt genau 32 Augen liegen hat und dass mein Partner auch noch die Herz 10 in der Hand haben muss. Alleinspieler setzt fort mit Karo Ass, geht also über die Dörfer. Karo Ass, Karo Lusche, von mir der Karo König. Das erklärt das Spiel weiter. Denn es muss jetzt an sich ziemlich sicher ein Fünftrümpfer sein. Bei einem Sechstrümpfer würde es keinen Sinn machen, in dieser Situation schon aus dem Karo Ass zu dritt über die Dörfer zu gehen. Da hätte der Alleinspieler einfach Trumpf weiterziehen können. Also Fünftrümpfer und 47 Augen liegen. Jetzt spielt der Alleinspieler wieder Trumpf, Karo Bube. Nach kurzer Überlegung von meinem Partner der Pik Bube. Klar, er überlegt, weil er auch noch eine Trumpf Lusche hat. Und ich bleibe jetzt natürlich unter. Mein Partner steht jetzt übrigens noch auf Pik Ass und Herz 10, die er beide nicht spielen darf, wenn wir gewinnen wollen, einem Trumpf und einer Karo Lusche. Er kann tatsächlich das Spiel immer für uns entscheiden, wenn er jetzt Trumpf Lusche spielt. Dazu muss er mir allerdings aufgrund der Reizung auch den Kreuzbuben zutrauen. Den Stich müsste ich natürlich übernehmen. Trumpf ist dann alle beim Alleinspieler. Auf Pik, Lusche oder König kann der Alleinspieler nur noch Karo fallen lassen. Pik Ass, dann Herz 10, Pik König und erst der letzte Stich würde noch zum Alleinspieler gehen auf 57. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so leicht zu sehen. Von daher kann man gar nicht so einen großen Vorwurf machen, dass jetzt hier die
Karo Lusche kommt, auch wenn für mich die Karte im ersten Moment natürlich nicht besonders gut aussieht, denn logischerweise steche ich mit Sicherheit ins Leere. Andererseits, wenn ich abschmeiße, kann der Alleinspieler rausnehmen auf 57 und wird sich dann, nachdem er Karo Dame nachspielt, ganz automatisch noch entweder einen der beiden Vollen von meinem Partner einsammeln oder mindestens meinen Pik König. Das wird also auf keinen Fall reichen. Daher steche ich trotzdem, auch wenn ich hier ins Leere steche, denn in dem Moment lege ich trotzdem Karo Dame und Karo 10 gewissermaßen tot, denn der Alleinspieler ist ja zu kurz. Mein Partner hat ja auch noch einen Trumpf in der Hand. Jetzt allerdings sind wir im entscheidenden Stich, der achte Stich. Von mir kommt jetzt eine Pik Lusche und der Alleinspieler hat jetzt hier plötzlich eine klitzekleine Chance, das Spiel zu gewinnen. Dazu müsste er aber diesen komplett merkwürdigen Verlauf im Pik erkennen, muss erkennen, dass das Pik Ass jetzt hinter ihm blank steht. Dann würde er durch einen Stich mit der Trumpf Dame und dem Pik Ass genau auf 61 landen. Das hat er aber so nicht erwartet. Die Pik 10 von mir sah doch zu stark danach aus, dass ich das Ass selber auch noch habe, gerade wo ich am Stich blieb. Er hat jetzt ein bisschen vorlaut sogar einen kleinen Showzug gemacht, jetzt schon die Karo 10 abgeschmissen, obwohl er noch die Karo Dame hat, will sich nur noch mit der Trumpf Dame das Pik Ass sichern und jetzt fällt zu seinem Erschrecken, zu seinem Entsetzen das Pik Ass hier in Hinterhand und es folgte die Herz 10, die ich jetzt natürlich nicht mehr mit dem Pik König beschwert habe, sondern ganz artig eine Lusche gelegt habe. Und in dem Moment wird es ihm jetzt gedämmert sein. Er kommt nur noch auf 60. Er kann das Spiel tatsächlich nicht gewinnen. Hier fällt die Trumpf Dame. Und das war der letzte Stich für ihn. Die Trumpf Lusche von meinem Partner kommt hier auf Stich und entscheidet das Spiel. Da mussten wir jetzt natürlich schon ein bisschen schmunzeln über diesen Verlauf und das Pik Ass, was da nicht gefallen ist. Und die Frage stellten wir uns, hätte der Alleinspieler drauf kommen können, hätte er diese merkwürdige Situation richtig deuten können. Wir können ja einfach nochmal die Perspektive wechseln und in seine Karte schauen. Das waren die 12 Handkarten des Alleinspielers nach Skataufnahme wahrlich kein schönes Ding in Hinterhand. Also in Mittelhand hätte ich ganz sicher die Karo 10 und die Herz Dame gedrückt, damit schon mal 13 Augen in den Keller und mit den beiden Luschen an der Seite das Spiel undurchsichtig gestaltet für die Gegenpartei. In Hinterhand kann man aber natürlich durchaus auch auf die Idee kommen, eine Farbe komplett wegzudrücken, weil häufig ja ein Voller auf dem Tisch liegt. Dann musst du natürlich fast hoffen, dass Trumpf 4 zu 2 steht und der Mann mit den vier Trümpfen Karo Ass und 10 bedient. Nur so hast du dann überhaupt eine Chance, die Karo 10 heimzubekommen, in aller Regel. Oder du brauchst das Einspiel in Karo. Das Spiel lief jetzt so los. Herz Ass, Herz Lusche, immerhin ein Voller. Da wurde gestochen, dann auf 24 und dann erstmal nichts anmerken lassen. Ganz normal Trumpf spielen, Normalität vortäuschen, auch wenn das Spiel so eine Krücke ist. Es fiel Trumpf Ass und Herz Bube. Mittelhand nicht schön, aber nicht zu ändern. Dann kam auch gleich Pik 10, natürlich auch nicht schön, dass jetzt auf die Lusche gleich der Volle abgegriffen wird. Aber aus Hinterhand fiel nur die Dame und damit sicher irgendwo schon die Hoffnung, dass das Pik Ass noch gestochen werden kann. Dann, Überraschung, es wird plötzlich die Farbe gewechselt, es kommt wieder Herz. Der Alleinspieler hat aber nichts abzuwerfen und steht natürlich auch in der Gefahr, dass sonst Karo abgetragen wird, auch von Mittelhand, wenn er jetzt nicht sticht. Also sticht er sicher auch in der Hoffnung, dass er die Herz 10 bekommt. Tut er aber nicht. Er kriegt nur den König auf 32. Damit sehen die Scheine wirklich nicht besonders aus. Karo Ass nach, der muss ja wenigstens laufen. Und hier das erste Mal, dass es insofern glücklich steht, als jetzt schon direkt der König kommt auf 47. Und da ist sie plötzlich wieder. Die kleine Chance, 47 liegen, Trumpf raus und hoffen, mit der Trumpf Dame noch das Pik Ass zu bekommen. Oder wahlweise nur einen König zu stechen und dann die Karo 10 noch heimzukriegen. Es fiel Pik Bube und Trumpf Lusche. Dann kam die Karo Lusche
Eine Karte, die den Alleinspieler sicher erstmal freut, weil es den Mittelhandspieler hier in eine unkomfortable Situation bringt. Es wurde dann nicht abgeschmissen, sondern gestochen, was wieder nicht gut ist für den Alleinspieler. Immerhin mit dem Kreuz Buben, wodurch die Kreuz Dame hoch ist. Und das ist doch jetzt bei 47 Liegen wieder sehr interessant. Es muss jetzt nur noch das Pik Ass gestochen werden. Keine Überraschung für den Alleinspieler, dass das nicht direkt auf den Tisch kommt, sondern nur die Pik 9. Und ja, etwas verwegen jetzt hier schon der Abwurf Karo 10, beziehungsweise absolut korrekt. Dieser Stich wird sowieso nicht nach Hause gehen. Allerdings, und das haben wir ja jetzt gesehen, es gab hier nur die Chance, das Spiel zu gewinnen durch einen Stich, denn der ganze Verlauf war dadurch begründet, dass hinten jetzt noch das Pik Ass hatte, das Pik Ass blank hatte. Das wäre es also gewesen. Ja, ich frage euch, wärt ihr drauf gekommen? Hättet ihr diesen Braten gerochen? Jetzt wird es ihm natürlich gedämmert sein und es folgte die Herz 10 mit der Pik Lusche. Der Sieg war jetzt nicht mehr möglich. Es ging jetzt nur noch auf ein für Skat-Verhältnisse etwas trauriges 60 beide hinaus und damit war das Spiel im Eimer.